Hallo und herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil des Modellbahn im Maßstab 1:1 Films. Im Teil 1 bin ich gekommen von Elm bis nach Sterbfritz und jetzt bin ich an diesem 25. März im arschkalten Sterbfritz wieder. Es ist so kalt heute Morgen in Sterbfritz, dass auf einer Pfütze am Bahnhof hier sogar Eis drauf gebildet war über Nacht. Ja, und der Plan ist heute wieder entlang der Strecke mich Richtung Süden weiterzuarbeiten bis Minimum Jossa. Optimal stelle ich mir vor bis Burg Sinn. Ja, Corona-Ausgangsbeschränkungen gibt es. Ich denke, dass ich mich nicht darüber hinweggesetzt habe, weil ich heute hier bin. Denn ich bin A, alleine unterwegs, B, arbeite ich und C, habe ich keinen Kontakt zu niemandem. Fahre auch keinen Zug, sondern bin im Auto unterwegs. Denke also, dass alle Vorschriftsmaßnahmen oder alle Vorsorgemaßnahmen erfüllt sind. Wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und ja, möchte noch alle neu hinzugekommenen Abonnenten seit dem letzten Mal begrüßen. Euer Alex E. Viel Spaß! Hier in Sterbfritz gibt es wie im letzten Teil am Ende gesagt keine Fußgängerunterführung und deswegen ist hier der Fadenzeiler als Aufsichtsbeamter gleichzeitig zugange, der hier immer den Zugang zu diesem Schüttbahnsteig, den Bahnsteig in Fahrtrichtung Süden, öffnen muss. Ja, und wie im letzten Teil gesagt, das sind diese Holzbohlen, die in die Schienenprofile reingesteckt sind, also relativ oldschool. Und dann habe ich hier an diesem Gleis 1 dieses EL6-Signal gesehen mit dem Zuordnungspfeil nach links bzw. mit diesem Richtungspfeil. Soll heißen, wenn jemand aus diesem Hauptgleis 1 raus möchte über diese Weiche, dann fährt er in den nicht von der Oberleitung bespannten Bereich vom Bahnhof rein und dafür steht dieses EL6 da, denn das sagt nämlich Halt für Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer. Also soll heißen, alles was keinen gehobenen Stromabnehmer hat, darf da rein. Also eine geschleppte E-Lok dürfte auch rein. Oder eine E-Lok mit Last-Mile-Paket. Dreht sich alles darum, dass eben dieser Stromabnehmer nicht neben der Oberleitung ausfädelt und dort Schaden anrichtet, sondern dass man dort nur reinfährt, wenn man keine Spannungszuführung von der Oberleitung eben braucht. Jetzt haben wir hier in Sterbfritz eine relativ alte Stellwerkstechnik, müsste Siemens DRS2 sein. Da gibt es das nicht, aber bei anderen Spurplanstellwerken ab der 30er Bauart aufwärts, da wäre, wenn der Fadenzeiler oder Weichenwärter eine Rangierstraße in so ein Gleis reinstellen möchte, wo keine Oberleitung hängt, als Gedächtniskrücke für den Fadenzeiler, dass er tatsächlich nur ein Fahrzeug, das nicht auf Oberleitung angewiesen ist, reinlässt, eine Bedienung der Fahrstraßenfreigabetaste auf seinem Stellwerk erforderlich. Eben nochmal als zusätzliche Gedankenstütze: Ey Fahrzeuger, bist du sicher, dass du da überhaupt das richtige Fahrzeug einlässt? An der Ausfahrt in Richtung Süden kommt direkt der Tunnel Sterbfritz, von dem ich auch schon mal gesprochen habe im letzten Teil. Smartphone Nummer 3, 192.005.
Hektometertafel 21,8. Da könnt ihr oben drüber und unten drunter diese gelbe Reflektormarkierung, wie diese Katzenaugen vom Fahrrad, erkennen. Das kennzeichnet einen Notbremsüberbrückungsabschnitt, denn dieser Sterpfritzer Tunnel ist etwas länger als einen Kilometer und ist somit ein Notbremsüberbrückungsabschnitt. Soll heißen, würde, wenn der Zug sich innerhalb dieser Markierungen mit diesen, also innerhalb dieser Hektometermarkierung mit diesen gelben Reflektordingern oben drüber und unten drunter befinden, wäre er im Notbremsüberbrückungsabschnitt. Das heißt, bei gezogener Notbremse müsste der Lokführer die Notbremse überbrücken. Es dürfen auch nur Reisezüge eingesetzt werden, die das technisch können. Und dann würde der Lokführer aus dem Tunnel rausfahren und würde erst nach dem Tunnel anhalten, um da größeren Schaden abzuwenden. Dort am Bahnsteigende auf dem letzten Mast steht der Fahranzeiger. Der zeigt bei Reisezügen dem Zugführer an, dass die Zustimmung des Fahranzeigers zur Abfahrt vorliegt, weil das Signal, das Hauptsignal, nicht einsichtig ist. Als nächstes kommt die Regionalbahn aus Richtung Würzburg, Gemünden in Richtung Schlüchtern. Die nehme ich hier noch mit und danach gehe ich mal ein Stück weiter. Ganz in der Ferne kann man das Ausfahrsignal erkennen. Man erkennt auch hier schön den Brechpunkt der Strecke, wo der höchste Punkt erreicht ist und es dann wieder Richtung Tal weitergeht. Dort unten hängt das Schild, Sterpfritztunnel, 1093 Meter lang und deswegen auch dieser NBÜ-Abschnitt. Hier von dieser Brücke vor dem Sterpfritztunnel kann man ganz gut erkennen, wie diese Oberleitung gebaut ist. Also über der Weiche einmal der abzweigende Fahrdraht, dann ist oben drüber ein Quertragwerk, kommt gleich in Sicht, mit Mastschaltern wieder oben drauf und Spannungszuführung. Ja, und dann geht der Fahrdraht dort in den Tunnel rein und links ist das Ausziehgleis, dass diese Ladestraße vom Bahnhof bedient werden kann. Und das ist, denke ich, ziemlich waagerecht, während die Gleise, die in den Tunnel reingehen, ganz schönes Gefälle aufweisen. Und dann ist dort unten, kurz vor dem Tunnel, am rechten Gleis, also am Gleis in Richtung Gemünden, ist noch ein LF7, Kennziffer 9. Also das heißt, man darf hier mit 90 in diesen Tunnel einfahren. Das ist jetzt nochmal der Blick von dieser Brücke, auf der ich gerade stehe, in die andere Richtung. Auch nochmal mit der Oberleitung kann man links erkennen, wie dieser eine Fahrdraht über die Weichenverbindung vom Regelgleis aufs Gleis gegen die gewöhnliche Fahrtrichtung im Bahnhof reingeht. Dann dahinter der Mast, an dem dieser Fahrdraht abgespannt ist, und nicht nur der, sondern auch noch weitere. Und rechts daneben ist noch ein Mast, der den Streckenfahrdraht, der aus dem Tunnel rauskommt, abspannt. Also so eine Oberleitung zu bauen und zu betreiben und vor allem zu unterhalten, ist schon extrem aufwendig. Denn bei fast jedem meiner amerikanischen Videos, die ich bisher veröffentlicht habe, hat sich mindestens einer oder mehrere genötigt gefühlt zu schreiben, warum denn da keine Oberleitung hängt. Ja, weil Oberleitung scheiß aufwendig zu bauen und zu unterhalten ist, weil sie ein Schweinegeld kostet, weil sie auch ein recht hohes Störpotenzial hat, denn bei jedem Sturm liegen ja irgendwelche Bäume drin, die dieses filigrane Oberleitungswerk kaputt machen. Ja, und dann ist ja immer noch die Frage, wo kommt der Strom her, der da drin läuft? Der fällt ja auch nicht einfach vom Himmel, sondern der muss auch irgendwo erzeugt werden. Also die Lösung aller Probleme bei der Bahn, aller Energiezuführungsprobleme von außen an die Züge, heißt nicht unbedingt zwangsläufig Oberleitung. Das kann eine Lösung sein, aber ist mit Sicherheit nicht der heilige Gral. Geile Sache.
Eine LZ aus zwei arbeitenden Loks der Baureihe 152. Cool. Das habe ich auch noch nie erlebt. LZ, die Abkürzung, steht für Lokzug, ist eine alte Abkürzung. Mittlerweile heißt es TFZF, also Triebfahrzeug, Zugfahrt, beziehungsweise es gibt auch noch andere Abkürzungen, die aber eigentlich alle das Gleiche ausdrücken möchten, nämlich einzeln fahrende Lokomotiven ohne angehängte Wagen. Das hier ist das Südportal vom Sterbfritz-Tunnel. Hier ist eine Rettungsfläche, wo man sehr gut hin kann. Das Vorsignal in VR0, das ist das Vorsignal fürs Einfahrsignal von Sterbfritz. Und auf den Schwellen zwischen den Schienenköpfen in den beiden Gleisen im Tunnel ist ein Rettungszugang bzw. ein Zugang für Bauarbeiten, um es da fußläufig im Tunnel leichter zu haben. Und dann erkennt man auch hier an dieser Hektometertafel 23,4, dass man sich im NBÜ-Abschnitt befindet. Oh, jetzt habe ich mich hier in Stellung gebracht mit meinen zwei Kameras an diesem Sterbfritz-Tunnel Südportal. Die eine Kamera blickt von der Motorhaube vom Auto aus in den Sterbfritz-Tunnel rein. Die andere Kamera ist auf die Strecke eingestellt, also wenn ich hier gerade in die Reihen spreche. Und das erste Mal, als diese Regionalbahn von Schlüchtern in Richtung Gemünden hier durchgefahren ist, der 440, da hatte ich schon das Problem gehabt, dass die Vorbahnzeit aus diesem Tunnel raus so kurz ist, so elendig kurz, dass es kaum möglich ist, die Kamera rechtzeitig einsatzbereit zu haben, um schön die Lok aus dem Tunnel raus aufnehmen zu können. Das ist echt abartig. Hätte ich so nicht gedacht. Ich habe eigentlich erwartet, dass der Tunnel den Schall kanalisiert und zu mir bündelt. Aber obwohl hier relativ wenig Außengeräusche sind, abgesehen von dem Auto, das hier manchmal vorbeifährt, ist es echt abartig schwer, das rechtzeitig zu hören. Ich hoffe jetzt hier noch einen Bergfahrer, also in Fahrtrichtung Norden, aufnehmen zu können. Danach werde ich meine 7 Sachen wieder einpacken und mal ein Stück weiter in Richtung Süden fahren. Bei dem Containerzug
ist mir aufgefallen, dass von diesen 80 Fuß Tragwagen, also von den ganz langen, die auf einem Rahmen und zwei Drehgestellen laufen, fast alle mit Wellenbremsscheiben ausgerüstet sind, also mit Scheibenbremsen, bei denen die Bremsscheibe auf der Radsatzwelle verbaut ist. Das ist mir beim Teil 1 von diesem Film Modellbahn 1:1 schon mal aufgefallen. Finde ich sehr gut, denn im Vergleich zu dem Mischer, der vorher mit der Baureihe 102, ich meine, es war eine Baureihe 152 Richtung Süden hier durch ist, der hat ja gebremst gehabt, um hier in dem Gefälle die Geschwindigkeit zu halten. Da hat man gesehen, was da bei den Bremsklötzen an Bremsstaub rausgegangen ist. Das war viel, viel mehr, als dieser Containerzug jetzt, so er denn gebremst hätte, wahrscheinlich freigesetzt hat. Ich wollte euch noch kurz diese Vorsignalbarke für das Vorsignal dort zeigen. Da der Einbauort hier etwas beschränkt ist, ist diese Vorsignalbarke ein klein wenig anders geformt und wesentlich niedriger gebaut. Denn normalerweise würde diese Vorsignalbarke diese Form haben, also abhängig vom Aufstellungsort, ob da räumliche Beschränkungen sind, werden diese Maße von diesen Vorsignalbarken und auch zum Teil anderen signaltechnischen Einbauten ganz schön verändert. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, müsste das meine vierte Smarttron gewesen sein. Ja, es war die 192.010, also meine vierte Smarttron, die ich bisher aufgenommen habe. So, die Schienen fangen das Pfeifen an. Ich höre ein Lüftergeräusch von der E-Lok. Das ist die zweite LZ an dem Tag, eine einzelne Vectron. Und auch diese Vectron LZ ist Richtung Norden gefahren, so wie vorhin die beiden 152er. Auf der gegenüberliegenden Talseite steht in der Ferne diese Burgruine. Ich hatte, glaube ich, im Teil 1 schon mal was von der Drei-Burgen-Wanderung erzählt gehabt. An dieser Burg Brandenstein, das ist die, die ziemlich am Anfang vom Teil 1 ist, kommt man vorbei, und diese Burg ist die letzte Burg auf dieser Drei-Burgen-Wanderung, und dann kann man von dort aus wieder über den Berg, auf dem ich gerade stehe, auf die andere Seite vom Sterbfritz-Tunnel zurückwandern und von Sterbfritz aus mit dem Zug zum Ausgangspunkt nach Schlüchtern zurückfahren. Ist eine sehr schöne Wanderung aus dem Roter Wanderführer. Ich kriege von dem übrigens keine Provision, auch wenn ich den öfters mal nenne. Aber wer sich da mal verlustieren möchte, Roter Wanderführer, Spessart und dann die Drei-Burgen-Wanderung. Sehr, sehr schön. Einzige Empfehlung, nehmt euch ausreichend Getränke mit, denn die Verköstigungsmöglichkeiten auf dem Weg sind nicht so üppig. So, um diesen Modellbahn-Eindruck zu vervollkommnen, gehört natürlich neben diesen ganzen
Tälern und Hügeln, durch die sich die Eisenbahn schlängelt, auch eine Burg und ein Dorf dazu. Dort am gegenüberliegenden Berghang, das ist die Burg Schwarzenfels mit dem gleichnamigen Ort Schwarzenfels. Oh, gewünscht hatte ich mir eigentlich einen Güterzug in die Richtung, aber was nimmt man nicht alles mit? Ein absolutes Eisenbahnkleinod ist hier an der Strecke mitten im Wald zwischen Mottgers und Altengronau Nord. Ich weiß nicht, ob das ein altes Blockwerderhäuschen ist oder ob das einfach nur so hier steht. Auf jeden Fall total idyllisch gelegen, mitten im Wald, direkt an der Strecke mit Hühnergarten und Garten. Echt cool. Ich glaube, wenn ich hier wohnen würde, ich hätte mal schön eine Webcam auf die Strecke aufgestellt. Wäre echt cool. Bloß der Weg zur Arbeit nach Frankfurt wäre ein bisschen weit von hier. Aber ansonsten wirklich idyllisch gelegen. Gefällt mir gut. Bei dem Zug hier hat man wieder mal schön den Unterschied gehört zwischen den Wagen, die die
neuen leisen Bremssohlen drauf haben und den Wagen, die noch die Graugussklötze drauf haben. Es war schon deutlich zu hören, was da lauter und leiser ist. Und das, obwohl der Zug nicht gebremst hat, vom reinen Rollgeräusch her. Was recht interessant ist hier an dieser Eisenbahnunterführung, durch die ich jetzt mal durchgehe, ist das, dass diese Bögen hier oben allesamt waagerecht gemauert sind, also wie eine Treppe immer wieder ein Absatz drin ist und das nicht, wie das Gefälle ist, parallel zum Gefälle gebaut ist. Und bedingt durch die Höhe des Damms, der da oben drüber geht, ist dann auch die Länge von dieser Unterführung ganz schön groß. Das müsste der ICE 880 sein, ein ICE 2 Halbzug, der da von München in Richtung Hamburg fährt. Und ich stehe hier an den Sinnwiesen von Altenkronau und die Häuser, die man da im Hintergrund unter der Brücke drunter sieht, das ist die Ortschaft Zeitlofs. Dort unten in diesem Sinntal ging bis vor wenigen Jahren, bis Anfang der 2000er Jahre, noch die Strecke ins Sinntal hoch. Die ist in Jossa von der Nord-Süd-Strecke abgezweigt, musste dann einige Meter an Höhe verlieren, um darunter auf den Talboden zu kommen, und verlief dann über Bad Brückenau in Richtung Wildflecken. Dort war ein Anschlussgleis von der Bundeswehr, die Kleiderkammer war dort gewesen. Und dann gab es noch einen Wellpappe-Hersteller in Oberwildflecken, der auch noch einen Gleisanschluss hatte. Ich glaube, die Firma heißt Kunert Wellpappe. Ja, es gab damals einen riesen Aufschrei. Mittlerweile ist die Strecke stillgelegt. Es verläuft zum größten Teil ein Radweg darauf. Und die Chancen auf eine Reaktivierung der Strecke stehen recht still, sind recht gering. Ich durfte damals in meiner eigenen Ausbildungszeit auch beim Modul Begleiten von Triebfahrzeugen mal von Bad Brückenau aus mit diesem Übergabezug, das waren damals zwei Loks der Baureihe V100 West, nach Oberwildflecken mit hochfahren. Es waren deswegen zwei Lokomotiven, weil vom Bahnhof in Wildflecken bis zu diesem Anschluss nach Oberwildflecken ging es recht steil hoch, da war ein bisschen Bums erforderlich. Und die Gleise lagen in einem Einschnitt drin, wo recht wenig Sonne reingekommen ist, wo die Schienenverhältnisse immer ziemlich schlüpfrig gewesen sind. Ja, und dann sind wir von Wildflecken aus dann durch dieses Sinntal zurück nach Jossa gefahren. Waren ganz viele unbeschrankte Bahnübergänge mit elendig vielen Pfeiftafeln. Also das war richtige Nebenbahnromantik, die im Zugleitbetrieb damals durchgeführt worden ist, pur. Ja, und dann ging es in Jossa auf die Hauptstrecke drauf und dann mit diesen zwei Loks der Baureihe V100 West in Richtung Gemünden weiter, wo dann meine Schicht zu Ende war, wo ich absteigen durfte. Das war echt ein cooler Tag, das war ganz großes Kino. Das hätte ich heute noch mal gerne aufgenommen mit einer Kamera, aber die Zeit ist vorbei, unwiederbringlich. Schade drum, aber es ist der Lauf der Dinge und da nützt alles Rumjammern und Lamentieren nichts, es ist nun mal so. Und das ist der ICE 787 in Richtung München. Triebzug Baureihe 401. Schweiztauglich, zwei Schuhe immer auf dem vorderen TK, also auf dem vorderen Triebkopf und auch auf dem hinteren.
Das ist, glaube ich, der erste Kondensstreifen, den ich heute bewusst sehe. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Es ist hier wie eine Modellbahn im Maßstab 1:1. Nur jemand hat vergessen, das Fenster zuzumachen. Es zieht heute wie die Sau. Ich stehe jetzt oberhalb von Alten Gronau an einer Koppel, wo ein Alpaka oder Lama drin ist. Das Tier ist nur nicht wirklich gesprächig, aber egal. Und ich kann jetzt ein Stück die Strecke runter gucken in das Sinntal rein Richtung Gemünden. Direkt vor mir quert die Strecke auf dem Damm das Tal. Und dann jetzt ungefähr in der Bildmitte ist der große Viadukt bei Jossa. Und da kann man noch bis zum linken Bildrand die Strecke weiter verfolgen. Da ist der 440, die Regionalbahn. Der fährt jetzt über den eben angesprochenen Damm drüber. Durch einen Einschnitt durch. Und dort in der Bildmitte, wenn er dann wieder kommt, ist dann dieser eben angesprochene Viadukt von Jossa. Jetzt kommt er endlich, hat ganz schön lange gedauert. Den Viadukt hat er überquert. Und jetzt fährt er dort am Waldrand entlang weiter in Richtung Bahnhof Jossa und Gemünden. Und jetzt verschwindet er gleich aus dem Bild. So, diese Vectron, beziehungsweise diese Vectron, die noch eine abgebügelte Lok zieht, die habe ich komplett übersehen. Da habe ich zuerst für einen LKW gehalten. Ja, und das scheint einer der Kupferanodenzüge zu sein. DB Cargo 152 zieht eine ellenlange Wagenschlange, Containertragwagen Richtung Süden. Ist jetzt hier über diesen Damm vor meiner Nase drüber gefahren, in den Einschnitt rein. Da wird es einen Augenblick dauern, bis er über den Viadukt bei Jossa fährt. Und aktuell sieht es von hier aus so aus, als ob eine Ladestelle direkt vor meiner Nase wäre. Wieso die Züge Richtung Süden alle so langsam fahren und die Richtung Norden deutlich schneller sind. Das passt nämlich auch zu dem, dass der Nordfahrer mich vorhin überrascht hat und die Regionalbahn hier in diesem Einschnitt drin so lang gebraucht hat. Jetzt ist die Lok in Sicht auf dem Viadukt von Jossa. Die Lok verschwindet und die Wagenschlange windet sich noch das ganze Tal entlang.
wohnen ein bisschen was Räder. Liegt oberhalb der Ortschaft Altengronau, unterhalb von meinem vorigen Standort. Und da ist jetzt eine Trax 3 rausgekommen mit einem Mischer hinten dran. Der fährt weiter Richtung Süden über diesen Damm drüber, den ich vorhin im Bild hatte. Und ich fahre jetzt auch ein Stück Richtung Süden, in Richtung Jossa. Und guck mal, dass ich von da aus einen schönen Blick auf das Viadukt kriege. Dieser Bahnübergang da vor mir, der keiner mehr ist, das ist von der ehemaligen Sinntalbahn von Jossa nach Bad Brückenau bzw. Wildflecken. Und da kam die ehemalige Trasse oben runter vom Viadukt. Maßstab 1:1. Rechts oberhalb der Bildmitte die Talbrücke von der Schnellfahrstrecke, auf der ich vorhin die beiden Züge Richtung Norden und Richtung Süden verhaftet habe. In Bildmitte daneben die Talbrücke von Jossa, das Viadukt. Als ich hierher gekommen bin, haben sich zwei Züge genau auf dem Viadukt begegnet. Es war natürlich extrem schön gewesen, das einzufangen, aber da war ich zu spät. Und ansonsten ist die Landschaft hier einfach grandios. Auf der Schnellfahrstrecke fährt gerade ein ICE 1 Richtung Süden. Und noch einer Richtung Norden. Auf der Wiese an der gegenüberliegenden Talseite, da ist ein Landwirt mit seinem John Deere unterwegs. Der hat eine sogenannte Wiesenhexe hinten dran oder eine Wiesenschleppe. Und der ebnet auf seiner Wiese Maulwurfshaufen und sonstige Unebenheiten ein, die den Winter über entstanden sind, dass er dann beim ersten Schnitt möglichst wenig Dreck im Futter drin hat, das Futter schön sauber ist, dass es, wenn es ins Silo reinkommt, keine Fehlgärungen gibt. Und dass die Tiere das Futter ohne Beschwerden verdauen können. Ich bin gerade voll im Zwiespalt, denn ich habe oberhalb von Jossa eine absolut geile Stelle, wo ich mit der einen Kamera, die dort hinten steht, zum Viadukt runter schauen kann und mit der Kamera ein ganzes Stück in Richtung Altengronau mit so einer wunderschönen S-Kurve. Das Problem ist nur, jetzt kommt kein Zug mehr und ich muss beide Kameras auf Aufnahme stehen lassen und es tut mir die Akkus leer nuckeln. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier weiter stehen bleibe oder ob ich weiterfahre und nochmal andere Stellen, die auch schön sind, vielleicht Züge aufnehmen. Ist der obligatorische Zwiespalt. Echt kacke, oder? So, da haben wir eine Bahnbau Ost V100,
Dann mehrere von diesen Materialförder- und Silo-Einheiten. Dann Gerätewagen. Und zum Schluss noch zwei Mannschaftswagen hinten dran. Im Schleichtempo Richtung Norden. Ungefähr hier in der Bildmitte. Dort kann man noch in diesem Gehölz die ehemalige Trasse der Sinntalbahn erkennen. Die hat praktisch diese Brücke noch mitgenutzt und ist dann nach der Brücke abgezweigt und dann das Sinntal hoch in Richtung Bad Brückenau und Wildflecken gegangen. Und etwas oberhalb kann man zwischen den Bäumen noch mal so ein bisschen den Bauzug erahnen, wie er in Richtung dem Tunnel, an dem ich zuvor gewesen bin, fährt. Mit doch etwas größerem Abstand folgt dann diese 152 mit ihren Containern dem Bauzug. Und anscheinend sind diese 80 Fuß Tragwagen hauptsächlich bei den privaten EVUs verbreitet und bei den DB Cargo Güterzügen scheinen dann doch eher diese Gelenkeinheiten mit 2x40 Fuß auf drei Trägestellen verbreitet zu sein. Auf jeden Fall erschreckend, wie viele leere Containertragwagen heute spazieren gefahren werden. Im Bahnhof Jossa verlässt jetzt gerade die RB nach Schlüchtern. Und die überquert jetzt gerade das Viadukt. Und da kann man ganz gut erkennen, wie das hier bergan geht. Schöne Steigung hier auf der Strecke. Das ist der Bahnhof von Jossa, ein Sandsteingebäude, wie eigentlich die meisten Gebäude hier an der Strecke. Der Fahrinsider sitzt wieder mal im Glaskasten auf dem Hausbahnsteig. Und dann haben wir in Jossa eine Firma, die mit Blumenerde und Rindenmulch und solcherlei Sachen handelt. Die ist hier auf der Schattenseite vom Bahnhof mit einem handweichen Rangierbereich zu erreichen. Ein Gleis davon, das äußerst rechte, ist mit einer SH2-Scheibe abgesperrt, darf also nichts mehr benutzt werden. Und dann haben wir hier vorne dran Handweichen und eine Gleissperre. Das ist dieser Würfel, der etwa in Bildmitte unten mit den zwei weißen Punkten zu erkennen ist. Das heißt, die Gleissperre ist aufgelegt. Und dann haben wir, damit dieses dritte Gleis noch überspannt werden kann mit der Handweiche, die jetzt ganz unten in Bildmitte ist, mit dem Hebelgewicht schwarz zum Boden und weiß zum Himmel, gibt es so eine einfache, ja,
Eselsbrücke sich zu merken, eine Handweiche mit einem schwarz-weißen Hebelgewicht hat eine Grundstellung. Grundstellung ist immer dann, wenn schwarz, also Dreck, zu Dreck zeigt, also zum Boden, und weiß, wie der Himmel zum Himmel zeigt. Dann ist die Weiche in Grundstellung. Ich möchte jetzt mal noch ganz spitz behaupten, diese Weiche hat sogar eine Schlüsselabhängigkeit, dass da die Weiche vom Weichen bei der Fallenzeiler freigegeben werden muss, bevor die umgelegt werden kann und so dann Schlüssel freigegeben werden muss. Denn da ist auch so ein Fernsprechkästchen nebendran, deutet alles darauf hin. Ja, was haben wir sonst noch? Direkt vorne dran, dieser Fahrleitungsmast in Bildmitte, der muss den Fahrdraht diesem Gleisbogen nachführen, da er sonst zu weit aus der Mitte rausgehen würde, um von dem Turmmast, an dem ich stehe, bis zum nächsten Turmmast rechts im Bild zu gehen. Und dann werde ich hier maximal einen Zug abwarten, denn hier in diesem Tal, in diesem Einschnitt, in dem der Bahnhof da liegt, da fängt sich der Wind. Es zieht hier wie in einem Windkanal, das ist alles andere als angenehm. Also maximal einen Zug und dann bin ich hier weg. Das ist die Ausfahrt in Richtung Norden, rechts im Bild. Das Ausfahrsignal Paula 1 rechts im Bild hat gerade von HP0 auf HP1 gewechselt, ist also für einen Zug die Durchfahrt gestellt worden. Dann im Gleis 2 das Ausfahrsignal Paula 2, das hat unten drunter ein Gegengleisanzeiger als Lichtsignal, also ein ZS6, wenn da eine Ausfahrt ins Gegengleis gehen würde. Und dann links das Ausfahrsignal Paula 3. Und dann haben sie alle unten drunter unter dem Hauptsignalschirm noch die Optik für ZS1, also für das Ersatzsignal. Dieses Ersatzsignal könnte dann gezogen werden, wenn das Signal gestört ist oder die Fahrstraße nicht komplett einläuft, und würde einen schriftlichen Befehl ersetzen zur Vorbeifahrt an diesem Hauptsignal. Und alle von diesen Hauptsignalen sind mit dem obligatorischen weiß-rot-weißen Mastschild gekennzeichnet. Man kann jetzt ganz gut erkennen, wie hier die Neigungsverhältnisse und die Topografie der Strecke ist. Da kommt eine Trax mit einem leeren Autozug die Steigung hoch. Und der Zug schlängelt sich da am Hügel entlang, an der Flanke des Berges, weiter in Richtung Altenkronau. Und ich verziehe mich dann wieder aus dem Windkanal, sobald der Zug außer Sicht ist. Am südlichen Ende vom Bahnhof Jossa befindet sich der Ruppertsbergtunnel mit 321 Metern, einer der durchschnittlich langen bzw. kurzen Tunnels hier auf der Strecke. Und aus dem ist gerade der 440-Triebwagen rausgekommen.
der jetzt in Jossa in das Stumpfgleis einfährt. Diese Regionalbahn nach Jossa, die von Gemünden bzw. Würzburg aus kommt, tut in ganz vielen Fällen am Tag hier in Jossa wenden. Der Bahnhof von Jossa liegt sehr weit außerhalb vom Ort, ist also noch ein guter Fußmarsch in den Ort rein, schätze mal so ein guter Kilometer. Ist halt geografisch nicht anders möglich gewesen. Dort wenden die Regionalbahnen, fahren dann nach einiger Zeit wieder zurück Richtung Gemünden-Würzburg. Und die Weiche für die Regionalbahn, die hier um 16.04 Uhr Richtung Gemünden wieder abfahren soll, ist umgelaufen. Das heißt, der Fahrweg für diese Regionalbahn ist eingestellt und kann die jeden Moment los. Ich hatte zuerst noch gehofft, weil es schon knapp vor der Abfahrtszeit war und noch keine Fahrstraße eingestellt war, dass erst noch ein Güterzug durchfahren darf. Denn gerade bei so einer Regionalbahn, die ja überall hält, ist ein Güterzug, der nirgends hält, unter Umständen schneller unterwegs. Aber diese Hoffnung war leider nicht richtig oder begründet. Die fast leere Regionalbahn nach Bamberg ist in dem Ruppertsberg-Tunnel verschwunden und wird dann gleich die Landesgrenze Hessen-Bayern überqueren. Bei der Eisenbahn geht es manchmal auch ruppig zu, da wird geschafft mit Herz und Hand oder so ähnlich. Nee, das war der Spruch von der Metzgerinnung. Egal, dort drüben an diesem Ausziehgleis steht ein Prellbock, hergestellt von der Firma Ravi in Osnabrück. Ist unten auf der Schiene mit diesen Klemmen festgemacht, vorne, dass er nicht abhebt, wenn was drauf fährt. Dann in der Mitte zwei Klemmen, die ihn bremsen sollen, wenn was drauf fährt. Und hinten durch die Hebelwirkung wird es dann auch nochmal nach unten gepresst. Auf den Schienenkopf ist nur noch eine Führung. Und dort sind zwei gelbe Pfähle nebendran. Diese gelben Pfähle markieren den Standort des Prellbocks. Und sollte es mal zu einem Aufprall auf dem Prellbock kommen und der Lokführer aber sagen, ah nee, das war ja alles gar nicht so schlimm, kann man dann anhand des Weges, den der Prellbock zurückgelegt hat, um die einwirkende Kraft zu verzehren, sehen, wie stark der Aufprall tatsächlich war und daraus Maßnahmen für die Instandsetzung der Wagen, der Fahrzeuge und des ganzen Materials ableiten. Und natürlich kann man dann auch, wenn man den Prellbock unten lose geschraubt hat, den wieder in die richtige Position zurückziehen. Mit ihrem Kesselzug hinten dran, hat einen ganz schönen Wind gemacht.
Und das, obwohl ich mehrere Meter neben dem Gleis stehe. Dort kommt sie nochmal in Sicht. Die Kamera wackelt jetzt ein kleines bisschen, denn der Wind geht hier und es ist jetzt, ich schätze mal, fast 2 Kilometer Luftlinie. Aber eben trotzdem kann es nicht oft genug sagen, Modellbahn im Maßstab 1:1. So, das war es jetzt für hier. Ich habe meine Wunschaufnahme noch bekommen, nämlich einen Güterzug, der mir direkt in die Kamera reingefahren ist und dann noch eine Baureihe 152. Das wäre jetzt nur noch durch ein ICE 1 zu toppen oder eine Baureihe 120. Beides kommt hier in der Regel planmäßig nicht durch. Umleiter haben wir heute keine, sind keine Bauarbeiten geplant oder ähnliches. Also Zeit für mich nach Hause zu gehen. Bedanke mich nochmal bei allen, die zugeschaut haben. Macht's gut! Bleibt gesund und herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten. Schreibt ordentlich Kommentare, tut den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat und macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Alex E. Servus.